Was ist denn Ihr Beruf, Mr. Daly? Nein, ja, ich bin Detektiv. Aber Polizei? Nein, privat. Ach so. Warum fragen Sie? Ja, weil ich Ihnen die Gegenfrage stellen wollte. Würden Sie Ihren Beruf so leicht an den Nagel hängen? Ja, das heißt leicht, leicht natürlich nicht, aber ich würde es tun, wenn nichts dabei rauskäme. Wirklich? Das glaube ich nicht. Sie sind Privatdetektiv, sagen Sie? Ja, ich habe so ein kleines Büro in London, ein Ein-Mann-Betrieb sozusagen. Ganz interessante Tätigkeit, was? Naja, in Kriminalromanen. Da könnte man wirklich glauben, dass höchstens ein Superman mit einem doppelten Gehirn, 6 Augen im Kopf und 8 Maschinenpistolen im Gürtel Detektiv werden kann. Ja, so aber ist es. Sehen Sie mal, das meiste, was unser eins bearbeitet, das sind doch ganz kleine Fische. Der will wissen, wer ihm den anonymen Brief geschrieben hat und die will wissen, ob ihr Mann wirklich abends zum Kegeln geht. Und das ist doch. Übrigens, da hatte ich mal einen Fall, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Da kam also eine alte Frau zu mir, ich hatte eigentlich gar keine Sprechstunde, die hatte ich auch gar nicht angemeldet. Die hatte in ihrem Regenschirm, sagen Sie mal, ist das Ihr Haus hier? Ja, natürlich, warum? Donnerwetter, das ist aber schön. Bitte kommen Sie hier lang. Ach, das. Vorsicht. Danke. Geh voraus, wenn Sie wächst, ja, hier alles. So, bitte. Sehr.